Bin zur Stelle. Ja, in Bewegung. So, zwei Büglis mehr als beim letzten Mal. Das ist ja schon mal hin etwas. Wo? Die Truppen des Schweins greifen an. Und rein. Bogenschützen. So, Kollegen, könnt ihr die Baumeister erledigen? Pfeile bereit. Das ist leider nicht möglich. Bogen gespannt. Oh, vier oder reinlaufen, ne? Visiere an. Mein Bogen ist euer. Den ersten kriege ich ja locker kaputt. Das ist leider nicht möglich. Den zweiten kommen sie dann nicht mehr hin. Ja, doch, schießen doch drauf. Das ist leider nicht möglich. Irgendwann haben sie drauf geschossen, sehr witzig. Ziel angepeilt. Was geht euch eigentlich ab? Wenn ihr kämpft, ja wenigstens. Idioten, ey. Wenigstens siehst du meine Gebäude, wenn ihr habt wenigstens eine Ruhe. Ja, bitte. Wir rücken aus. Mein Herr? Ja, es sieht schon ein bisschen besser aus, immerhin. Wenn der Turm ein bisschen einsteckt, dann kann ich ja ein bisschen reparieren, ab und zu mal. Vielleicht setze ich hier noch einen kleinen Extra-Turm noch hin, damit ich die Belagerungsräte ausschalten kann. Ihr könnt auf uns zählen! Ja, halt fast gedacht, er schafft's noch. Wohin gehen wir? So, das sehen die ganz mies. Füllt den Burggrafen auf, my lord. Und weiter. Ein Kinderspiel, ein leichtes. Allzeit bereit. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken mit aus. Nein, vergiss es. Heute sollte das mir schön Ruhe. Womit kann ich dienen? Natürlich. Schwein gehabt. Und weiter. Gebäude haben auch größtenteils alle überlebt. Und noch ein paar Lanzenträger zusammen ist halt nicht ganz so verkehrt. Ja, jetzt können die einfach mal angreifen. Wenn etwas. Nennt euren Wunsch. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Och nö. Ja, bitte. Och nö. Ihr Arschlöcher, ey. Gut, Plan B halt. Dann ziehen wir dahin. Ihr könnt auf uns zählen. Ich habe jetzt keinen Bock, in meinen Steinvorkommen zu verlieren. Der Feind ist bezwungen. Sehr gut, die habe ich behalten. Eieiei. Aber hey, das haben wir noch ganz gut überlebt, würde ich sagen. Wir haben nicht genügend Holz, my lord. Dann kaufe ich halt was Holz. Alter Sack, ey. Wir haben nicht genug Holz, mein Lord! So, und jetzt? Sehe ich so, als ob ich es interessieren würde. Eine Botschaft der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Das, was halt danach kommt von ihm, ist das, was mich ankotzt. Von denen diese lächerlichen, diese lächerlich große Armee von ihm. Liegt mir auf dem Piss. So, Steine haben wir. Wir können natürlich einen Kontrollturm hier eine oben hinsetzen. Von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Ist nun die Frage, wie machen wir das am dümmsten? Da wurde... Da hast du nichts aufgefüllt.
Das kann ich aus dem... Achso, deswegen kann ich das nicht machen. Weil da Gras ist und Gras kann man ja nicht vernichten. Bin zur Stelle. Wir haben nicht genug Gold, mein Lord. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Dann sorge ich mal für ein bisschen Kneter. Ja, ich könnte den Kontrollturm hinsetzen, aber es bringt mir nicht viel. Der ist direkt im Single von der gesamten Armee da. Also schön ist dann doch was anderes irgendwie. Ich könnte hier noch einen Turm hinsetzen und hier in der Ecke vielleicht noch einen so zum, abhauen halt. Bin zur Stelle. Aber ansonsten bringt mir das nicht so viel, dass da unten ein Turm wäre. Gut, ich könnte jetzt die Belagerungsgeräte schießen, aber der Turm wird trotzdem direkt abgerissen. Dann habe ich meinen ganzen Bogenschützen weg und das wäre ganz doof. Bin zur Stelle. Weil Bogenschützen, das ist A und O. Ja, Rücken aus. Später sind es dann Armbrustschützen, aber... Weg. Danke. Kann ich Waffen kaufen? Ja, kann ich. Okay. Guten Morgen, wir verlieren ein bisschen Gold. Der Bade will nicht singen. Vielleicht muss er wirklich mal dieselbe Farbe haben wie ich, weil das ist irgendwie der Bade der Ratte oder so. Naja. Dann eben nicht. So, die Bullen da fleißig, das ist auch notwendig. Was machen wir? Ja, ich kann nicht so viel machen, das ist das Problem. Ich kann jetzt hier noch einen Turm setzen, so aus Witz. Was soll ich mal einfach hier einen hinsetzen? Keine Ahnung. Hier so eine Anhöhe, da. Ja, was bringt mir das, wie ich ihn beschützen können? Kann ich gar nicht. Wobei, die schießen auch von hier aus. Ich setze ihn einfach mal dahin. Steine, mal so. Ah, die mal rund um Verteidigung. Dass sie ihn halt nicht direkt wegknabbern können. Komische Treppe, aber egal. Holzhack kann ich verkaufen. Das brauche ich ja gerade nicht. Bögen Ihr kann habt ich. Nicht genügend Gold. Tatsache, ich habe nicht genug Gold für 5. Brot will ich eigentlich nicht verkaufen. Stein eigentlich sowieso nicht. Jetzt habe ich genug Gold. So, haben wir ein paar mehr Bögen. Dann schiebe ich mir hier eine kleine Gruppe hin. Die dann den zweiten Katapult erledigen kann. Weil wenn das hingeht, dann passt das Guten schon. Guten Morgen, eure Lordschaft. Nö, der Bade sagt mir gar nichts. Liegt vielleicht echt daran, weil es der von der Ratte ist. So, Waffen kommen ja relativ schnell. Es mangelt mir eigentlich nur ein bisschen an Geld. Wobei, geht doch jetzt halbwegs. Bogenschützen bereit! Hoch mit euch. Da müsste gleich die große Armee der Ratte kommen. Mein Bogen ist euer. Da muss ich gucken, dass ich irgendwie klein kriege. Ist ja schon scheißegal wie, Hauptsache irgendwie. Bin zur Stelle! Kornspeicher passt soweit. Bin zur Stelle. Mein Herr, in Bewegung. So. Wo soll ich den Ring dann noch ein bisschen größer ziehen? Pass auf, mache ich sogar mal. Man kann ja nicht wissen. Sieht echt seltsam aus, irgendwie der Knubbel da. Ihr könnt auf uns zählen. So, Lanzenträger, warum nicht? Nennt euren Wunsch. Haben wir mit dem Burggrafen relativ gut aufgefüllt.
Ja doch, das sieht auf jeden Fall besser aus als vorhin gegen die Ratte. Wir benötigen Holz. Oh, jetzt habe ich gar kein Holz mehr. Das ist natürlich auch doof. Wann kommen sie? Da sind sie auch unterwegs. Wunderbar. Was machen die auf den... Alter! Spielt vor sich hin. Ja, fall runter in den Burgraum und ertrinke. Naja, okay. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Ich habe gedacht, wir können jetzt eigentlich sogar hier zwei Missionen schaffen, aber es sieht aus, als ob wir nur eine hinbekommen würden. Ach ja, nebenbei, glaube ich gar nicht erwähnt. Abstimmung ist gelaufen. Zum Thema EO4. Ist ja 7-7 ausgegangen. Genaueres dazu, schaut dann in den neuen Projekt, was ja, ich anfange. Bitte. Meine Stiefel sind undicht. Allgemein als heißt es so viel wie es, dass Stronghold das Hauptprojekt wird. Habe ich so just for fun entschlossen, weil Stronghold scheint momentan bei vielen gern gesehen zu sein. Es macht mir selber auch ein bisschen Spaß, zu dir zu spielen. Insofern ist das Stronghold das neue Hauptprojekt. Punkt. Mal sehen, wie lange. Entweder bis wir es durchschaffen oder bis die EO4 losgeht. Mal sehen. So, kommen neue Steine, ist gar nicht mehr so verkehrt. Dann haben wir was zum Reparieren. Burggraben-Auffüllaktion, würde ich mal sagen, reicht. Ich könnte auch hier einfach den Burggraben weiterziehen, dass sie nicht mal von hier angreifen können. Könnten wir auch machen. Ihr könnt auch. Aber da fehlt mir jetzt einfach die Zeit für. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Oh ne, jetzt habe ich Stock gemacht. Seid bereit. Womit kann ich dienen? Gut. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, sind auf dem Weg. Gewaltiges Herr der Ratte, bla bla. Ihr könnt auf uns zählen. Dagegen habe ich diesmal ein bisschen vorgesorgt. Und ich hoffe, das funktioniert, was ich vorhabe. Wenn ja, dann können wir es locker schaffen. Bin zur Stelle. Eure Befehle? So, da geht's aber wieder dahin. Ich kann einfach den Zugang zu meinem Turm vernichten. So, kommen sie auch nicht mehr hoch. Na gut, dann komm mal her. Komm, Rättchen, komm, hopp, hopp. Eine Botschaft der Ratte. Unverschämter Flegel. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. So, und schön wäre es. Da laufen sie, die Baumeister. Den auch direkt geholt. Und die hinteren kriege ich nicht. Und das ist das große Problem. Weil so tue ich schon relativ gut runterhauen. Locker ein Drittel der Lanzenträger verlieren sie. So, ich hoffe jetzt, wenn die die Baumeister auch erledigt. Ja, einer. Ne, hat nicht funktioniert. Ja. Bogenschützen bereit. Pfeile bereit. Mein Bogen ist. Ah, aber der ist wirklich bedient. Das ist gut. Dann sollen die einen ausschalten. Wenn der weg ist, dann haben wir's. Mein Herr? Ich vergaß. Er hat der Leiterträger. Eure Befehle? Setzt sie aber nicht ein. Okay. Ist halt die Ratte, ne? Der Feind füllt den Burggraben auf, my Lord. Ja, das kannst du ruhig machen, ist mir egal. Nicht mal ein Steinbruch. Ach du Sack. Der Rett dabei, Steine zu fördern. Steinbruch fördert Steine. Was eine Erkenntnis. Ne, doch, das sieht diesmal sehr gut aus. Auch weil die Truppen der Ratte ziemlich orientierungslos rumlaufen. Die Burg hat Stand gehalten. Das war jetzt auch voll knifflig. So, Schaden reparieren, beziehungsweise... Pass mal wieder auf. Einmal, zweimal. So. Reparieren. Ah, hier hat er ein paar Löcher reingemacht. Der Sack. So, wie viele Angriffe kommen da eigentlich noch? Das war's? Bitte nicht!
Ach, das war's? Ja, da ist Ratila halt als abgenippelt. Wir sind siegreich, Sire. Gut, den Kopf habe ich zwar nicht richtig gewonnen, aber ich habe immerhin seinen Helm bekommen. Ist auch gut. Hey, ich bin fast besser als beim letzten Mal. Als die Ratte im Kampf mit euren Männern fällt, bricht Jubel aus. Vielleicht gibt es ja jetzt einen Funken Hoffnung für die Nation. Ja komm, wenn Unfähiger stirbt, ist es nicht zwingend ein Funken der Hoffnung. Und hier ist die Provinz, die Sonnenlang abends zurückgeholt hat. Yay, wir haben ganz Südengland geholt. Oh, es geht nach Wales zur Schlange. Ihr habt uns also von einem dieser schleimtriefenden Tyrannen erlöst. Freut euch. Aber gebt Acht. Nicht alle seiner Art sind so einfältig. Es stehen noch größere Herausforderungen bevor. Es war die Schlange selbst, die euren Vater in die tödliche Falle gelockt hat. Und jetzt ist die Zeit, Rache zu nehmen. Ich übergebe euch das Kommando über meine Hauptstreitmacht, damit ihr ihn zur Strecke bringen könnt. In der Zwischenzeit wird Lord Woolsack eine zweite Front eröffnen. Die Männer der Schlange sind beinahe mit der Errichtung einer Burg in der nächsten Grafschaft fertig. Bringt die wenigen Wachen, die er dort platziert hat, zur Strecke und beendet dann selbst den Bau der Burg. Zweifellos wird die Schlange versuchen, sie zurückzuerobern. Verteidigt sie also gut. Ja, unsere erste richtige Belagerungsmission inklusive Verteidigung im Anschluss. Ernsthaft? Ah, okay, ist ja nicht allzu heftig. Nennt euren Wunsch. Warum sind die zwei angeschlagen? Warum sind die drei angeschlagen? Sehr wohl, mein Herr. Natürlich kann ich einfach dran vorbei. Ein weiter Weg. Sich einfach dran vorbei, ja, gut bitte. Ist. Hier wir einmal aufräumen. Aus. Ihr könnt auf uns zählen. Ich glaube, heute stehen lassen, weil die werden wir übernehmen, wenn wir die Burg erobert haben. Aber ganz ehrlich, das hier ist keine Burg, das ist ein Haufen Kacke. Ich meine, gut, die ist auf einer relativ guten Position, eine schöne Anhöhe, aber. Oh, hab den Baden erstochen. Macht nix. Wohin geht? Hätte mir wieder scheiße wieder vorgesungen. In Bewegung. So, ihr geht auf den anderen Turm hoch. Die zwei Schützen sind kein Problem. Jetzt stolziert hier schon so vom Weg. Oh, die erste Belagerungsmission, die wir haben. Yeah! Und dann ist das sowas. Naja, es gibt Schwierigeres. Allzeit bereit. So, erledigen wir uns erstmal den zwei Schützen hier oben. Verdammt, hat er einen Bogenschützen von mir erledigt. Sogar zwei, glaube ich. Und dann sollen die ganzen Träger einfach mal clearen. Ich meine, ich könnte die Streitkampfkämpfer meinen Bogenschützen wegrotzen, aber nö. Dauert mir zu lange. Womit kann ich dienen? Der Feind ist bezwungen. So, damit gehört uns jetzt die Burg. Juhui! Erstmal gucken, wie hat er die errichtet? Okay, Weizen erntet der ab. Okay, das heißt, wir machen erstmal das Forstlager größer. So, ganz viel Holz. Marktplatz, 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 ganz wichtig. So, wenn wir Weizen haben, würde ich sagen, gehen wir weiter die Richtung und machen eine Mühle. Da so hin. Und dann ganz, ganz viel Brot. Hier oben würde ich sagen, passt das. Ich würde sagen, 6 reichen erstmal. 2 weitere Hütten. Ein paar mehr Holzfäller kann ich auch gebrauchen. Hier ist noch ein bisschen was. Gut, Steine, 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 Steine. Ist ja gar nicht weit weg. Ja, ungefähr so wird das langsam auslaufen. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ich brauche aber noch sowas. Unterkünfte. Machen wir da mal hin. Setze ich hier meine Produktion hin, dann kommt hier. Ah, sagen wir mal schon mal 2 hin. Production!